Heute möchte ich über was sehr Persönliches sprechen. Ein Gamechanger von mir und ich würde sagen, von allen Dingen, die ich im Selbstcoaching erreicht habe, ist das wahrscheinlich der größte Effekt oder das größte Thema, was ich mit mir alleine bearbeiten konnte. Und zwar geht es konkret darum, dass ich die Eigenschaft oder was heißt Eigenschaft, das Thema hatte, dass wenn es mir zu viel wurde, vor allem in Konflikten, ich sprachlos wurde. Das heißt, selbst wenn ich sprechen wollte, selbst ich wollte was sagen, ich hatte das Ganze im Kopf, ich konnte es nicht, ich habe es nicht rausgebracht. Also das war einfach so nix. Ich habe gedacht, sag was! Und es kam gar nichts dabei raus. Ja? Und es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie bewusst, willkürlich beeinflussen konnte, sondern es kam einfach wirklich gar nichts raus. Und das kannst du dir vorstellen, ist natürlich störend, vor allem in Beziehungen. Und wie ich das Thema bearbeitet habe und wie es überhaupt dazu kam und was auch Schwierigkeiten dabei waren, erfährst du heute in dieser Folge. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Bevor ich durchstarte, gleich vorweg. Also ich bin ein Mensch, der tatsächlich bei Erfahrungsberichten von anderen und auch bei Büchern Sachen einfach übernimmt, also nachmacht. Und meines Erachtens wäre es durchaus möglich mit meiner Beschreibung heute, dass du diese Technik für dich adaptierst. Zumindest wenn du ein bisschen Know-how hast im Bereich Selbstcoaching, wenn du hier schon einige Sachen ausprobiert hast, ist es voll möglich. Wiewohl es natürlich eine etwas komplexere Technik ist auch, die unterrichte ich in der NLP-Coach-Ausbildung. Also wenn du da kompetent erfahren willst, wie es genau funktioniert, was die Probleme sind, wie man es noch machen kann, wenn du einfach die Praxis auch üben willst, den geschützten Rahmen, dann ist die NLP-Coach-Ausbildung vielleicht was für dich, da kannst du auch ohne Voraussetzungen einsteigen. Damit werde ich mich heute jetzt nicht beschäftigen, kannst du also das unten verlinkt, wenn dich das interessiert, wenn du da mehr wissen willst zu der Technik, ist es möglich. Ich gehe nicht davon aus, dass ich rechtlich irgendwie sagen müsste, hey, nur auf Eigenverantwortung und mach das nicht nach. Wenn ich das doch sagen hätte müssen, dann habe ich es damit gesagt. Aber ich gehe davon aus, das passt, dass ja nichts Medizinisches ist und da sind die gesetzliche Rahmenbedingungen zumindest ein bisschen leichter. So, mit diesem Vorwort möchte ich einsteigen und zwar kurz mal beschreiben, was war denn jetzt genau das Thema. Also ich bin sehr gut im Streiten, das habe ich gelernt, das kann ich sozusagen, also auch wütend werden oder einfach streiten, das ist jetzt, fällt mir nicht so schwer, muss man einfach ganz klar so sagen. Aber wenn ein Konflikt sehr intensiv wurde, dann konnte ich nichts mehr sagen. Das heißt, ich habe noch was gedacht und nichts gesagt. Da denkt man sich vielleicht nichts. Und dann habe ich mir noch was gedacht. Und irgendwann, es kommt nichts mehr raus und alle anderen reden und ich halte einfach die Klappe. Und manchmal fällt es anderen gar nicht auf. Manche macht es erst recht fuchtig im Sinne von, hey, was mit dem ist los? Das sagt ja nichts mehr. So ein eingebildeter Typ oder keine Ahnung. Und tatsächlich, ich wollte was sagen. Und ich habe den Impuls gehabt, was zu sagen. Und ich war dabei und es kam einfach nichts raus. Also das ist, man muss sich vorstellen, das ist eigentlich mega frustrierend. Vor allem, ich kenne es nicht so. Ich war zum Beispiel auch noch nie alkoholisiert, großartig. Das heißt, ich kenne also Kontrollverlust. Und das könnte man auch als Kontrollverlust beschreiben. Du kannst nicht mal selber entscheiden, wann du sprechen kannst. Schon heftig. Klar, die Situationen sind sehr marginal. Also nur in sehr heftigen und längeren heftigen Konflikten vielleicht. Aber, also marginal heißt selten. Aber in dem Fall meine ich das damit, dass es nicht so oft auftaucht. Aber trotzdem ist natürlich mega störend. Wann das angefangen hat, kann ich dir gar nicht mehr nicht so genau sagen. Ne? Also ich kann mich erinnern, es war irgendwann mal da. In der Regel nur bei besseren Freunden, Partnerinnen und so weiter. Wiewohl es tatsächlich schon auch so war in der Gruppendynamik, wo wir dann schon noch eine intimere Gruppe, es ist zu viel gesagt, aber da geht es ja auch um Konflikte, es ist auch intensiver. Haben wir vielleicht eine kleine Gruppe von 6 bis 8 Leuten, wo wir das trainiert und geübt haben, wo wir uns sehr direktes Feedback gegeben haben. Und da kann ich mir auch an eine Situation erinnern, wo ich in dieses Schweigen gekommen bin. Also da konnte ich nichts mehr sagen. Ja. Die anderen haben vielleicht gedacht, aus Achtsamkeit sage ich jetzt nichts mehr, aber tatsächlich, ich hätte gern noch was gesagt, aber ja, es kam einfach nichts mehr raus. Ja. Also auch es ist sehr traurig, ja, wenn du da irgendwie nicht fähig bist, ohnmächtig bist, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dieser sprachlichen Ebene. Ja, was habe ich gemacht? Also ich habe damals auch, ist schon lange her, ein Coaching gemacht und da haben wir auch immer wieder dran gearbeitet, auch mal mit Atemtechniken und so, ein bisschen Rebirthing und übersprechen und woher kommt es und so weiter. Und kurzes Ergebnis, es hat gar nichts gebracht. Ne? Also es hat sich weder was verbessert, verändert, verschlechtert, also es war null Einfluss. Auch einmal war auch eine provokative Session, kann ich mich erinnern, wo ich auch reingekommen bin in Schweigen, aber es hat sich auch nicht aufgelöst dadurch. Also es war, ja, Null-Effekt. Ich habe so immer wieder mal überlegt und probiert und so halbherzig, muss man auch natürlich dann dazu sagen, irgendwie in einem Selbstcoaching, das irgendwie aufzulösen. Gerade
ist ja auch natürlich ein schwierigeres Thema. Das ist ja nicht, also gerade wenn es ums Unbewusste geht. Also ich ist andere Sachen, wo man sagen kann, ja, ich gehe jetzt morgen laufen oder ich schreibe morgen eine Seite für meinen Roman oder keine Ahnung, das kann man einfach machen, ja. Und hier ist ein bisschen so, ja, ich würde jetzt gerne reden und das geht aber einfach nicht, ja. Also von der Schwierigkeit, aber eigentlich wäre ich ja geschult, ja, so in diesem Bereich auch mit diesen Veränderungen zu arbeiten. Eigentlich, ja. Und dann kam der Tag der Veränderung. Der Tag der Veränderung war, als ich einen heftigen Streit mit meiner Frau hatte. Also wieder mal, ja, ist das Geschenk, kam von meiner Frau. Also wir haben uns heftiger gestritten, so dass ich wieder in diese Schockstarre reinkam. Und meine Frau, die kannte das ja schon, die hat das natürlich mega angezipft. Ja, also im Sinne von, also ja, einfach finde sie nicht geil, weil dann geht natürlich auch nichts weiter. Und sie hat damals, kann ich mich noch sehr genau erinnern, gesagt, ich glaube sogar, du schimpfst dich oder du nennst dich irgendwie so, du nennst dich NLP-Lehrtrainer, dann mach doch endlich mal was dagegen. Ja? Und ist gegangen. Und ich war noch immer in meinem Schweigemodus, ich konnte noch immer nichts sagen. Aber das hat mich natürlich getroffen. Ne? Also auf doppelter Ebene, ja, erstens mal im Streit selber, das ist schon anstrengend. Und auf der anderen Ebene natürlich auch so, ja, eigentlich bist du NLP-Lehrtrainer, du unterrichtest für andere Menschen irgendwie in ihre Kraft kommen und selber so. Und tatsächlich, es hat diese Motivation gebraucht, es hat diesen Anstoß gebraucht, dass ich was tue. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich diese Sache am effizientesten, am leichtesten verändern? Und das war dann eigentlich relativ klar. Gunter Schmidt nennt das Problem Lösungsgymnastik, Tony Robbins nennt es Rekonditionierung. Es ist eine Mischung von beiden, so wie ich es mache. Und im Wesentlichen, ich kläre das jetzt gleich, man könnte es auch einfach als eine spezielle Form des wiederholten Ankerverschmelzens nennen. Also gibt es verschiedene Varianten, aber die, für mich war klar, wenn, dann mache ich es mit der Methode und habe das auch gemacht. Wie funktioniert jetzt diese Methode? Oder vorher vielleicht zurück, wie funktioniert, was ist die Idee dahinter und dann, wie funktioniert die Methode? Dann wird es für dich, weil es doch ein bisschen eine, in Anführungszeichen, komische Technik ist, zumindest für jemanden, der nicht in der Szene tätig ist, vor allem also die Erklärung. Also die Erklärung ist ganz einfach. Du kommst durch bestimmte Reize in, also dein Gehirn kommt in bestimmte Zustände, da werden bestimmte Sachen getriggert und dann bist du in diesem Schweigen. So, und jetzt können wir ressourcenorientiert arbeiten und so weiter, aber das bringt dir nichts, weil in diesem Zustand hast du ja keinen Zugang zu deinen Ressourcen. Also das würde dir dann helfen, wenn du gar nicht erst reinkommst. Jetzt ist bei diesen unbewussten, seit sehr langen bestehenden Mustern, die Wahrscheinlichkeit, die Chance natürlich hoch, dass das, weil das ja gut gelernt ist von dir sozusagen, dass das trotzdem passiert. Und dann kann es zwar manchmal funktionieren, funktioniert aber oft nicht. Das heißt, was ist die Kernidee hier? Die Kernidee ist, man bringt sich selber in diesen Schweigezustand, zumindest annähernd, und holt sich dann wieder raus. So, wenn man das einmal macht, dann, naja, hat das Gehirn also nicht so den Mega-Burner-Effekt, auch wenn es intensiv war. Deswegen wiederholt man das Ganze. Und Tony macht das, glaube ich, am Stück. Gunther macht das wiederholt, verteilt an mehreren Tagen. Und ich mache eine Mischung sozusagen, oder ich glaube, so macht es Gunther auch ähnlich. Das heißt, ich wiederhole hintereinander mehrfach und dann mehrere Tage die folgende Technik, das folgende Muster. Mit der Idee, dass mein Gehirn lernt, hey, du schweigst und du kannst reden. 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 Und wenn das durch die Wiederholung ist die Idee, dass sich das Muster auflöst. Übrigens ohne zu wissen, was der Hintergrund ist. Ich weiß bis heute nicht, was der Hintergrund ist, warum das bei mir so ist, wie es ist. Ich weiß nur, dass ich es nicht mehr habe, schon seit jetzt vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber schon viele, viele Jahre her, wo ich die Methode gemacht habe und seitdem ist es nicht mehr aufgetaucht, dass egal was war, ich irgendwie in diesen Schweigermodus reinkam. Jetzt ist die Idee folgendes, du musst dich irgendwie reinbringen. Und da ist es immer gut, du verwendest möglichst viele Sinneskanäle, also dein Körper, den visuellen Reiz kannst du nutzen, zum Beispiel durch die Vorstellungskraft meistens und Musik oder sowas. Ja? Und dann brauchst du irgendetwas, wie du da rauskommst, ja? Weil wenn du dich gut reinbringst, was du ja machen musst, musst du dich ja irgendwie rausbringen. Also gerade im Selbstcoaching, jetzt wenn du einen Coach hast, ist es relativ leicht. Also im Coaching, ja, dann bringe ich dich raus, das ist dann, da brauchst du dich nicht drum kümmern, aber natürlich, wenn du es selber machst, wirst du dann sehen, das ist dann durchaus tricky. Und dann brauchst du natürlich auch einen Zielzustand, oder der Zielzustand war relativ einfach für mich. Naja, ich halt am Quasseln, ich am Reden, ja? So in die Richtung. Das heißt, diese Art mein Ausgangszustand ausgesehen. Für mich war intuitiv so der Gedanke, okay, ich bin in Embryo-Stellung, weil, also einfach klar, symbolisch in Embryo kann ich sprechen. Ja, so, also passt irgendwie. Auch so, wie ich so da liege am Boden, ist einfach so, ja, volles Opfer, liegt da am Boden, kann nichts machen, kann nichts sprechen. Und während ich das gemacht habe, das alleine hat natürlich nicht gereicht, während ich das gemacht habe, also in dieser, am Boden liegen,
habe ich mir vorgestellt, wie ich mit meiner Frau streite. Und zwar die intensivsten, heftigsten Erfahrungen, die ich mir hochholen konnte. Manchmal sogar also mehrfach hintereinander dann oder verschiedene hintereinander, so dass ich wirklich in diesen Zustand reinkam. Ja? Da tue ich mir, manchen Teilnehmern fällt das von mir total leicht, da habe ich mir echt schwer getan, nämlich ein, zwei, dreimal das zu machen. Okay, aber wenn du es immer und immer wieder machst, da jedes Mal wieder reinzukommen, also das ist für mich teilweise echt hart. Ja? Bin da scheinbar ein super Verdränger, was das angeht. Selbst wenn es erst ein paar Wochen her ist, ja? Schon wieder vergessen, so in die Richtung, wie war denn das genau? Hat aber sehr gut geklappt, also hatte ja eine super Auflage von meiner Frau, hat sehr gut geklappt, mich da reinzubringen. Das ist sozusagen das eine Muster. So, das andere Muster wäre ja, jetzt einfach aufzustehen natürlich, nicht mehr in der Embryostellung zu sein und zu sprechen. Und jetzt, wenn du das erste aber gut machst, ist es natürlich schwieriger, ins zweite zu kommen. Ja? Also gerade beim Selbstcoaching ist es schwieriger immer, wenn du auf der Meta-Ebene dabei bist. Und deswegen hatte ich Kopfhörer im Ohr und meinen, ich glaube sogar einen MP3-Player hatte ich damals, in der Hand und hatte eine Musik, die sehr energetisierend, fetzig war. Und die Idee war ganz einfach, wenn ich so richtig drinnen bin, in dem Moment, wo ich mich so richtig schlecht fühle, habe ich auf Play gedrückt. Und in dem Moment, wo ich die Musik höre, na, da kommt natürlich auch schon über diesen auditiven Kanal ein bisschen Energie rein, bin ich aufgestanden, bin ein bisschen hochgesprungen und habe einfach gequasselt, habe irgendwas gesagt. Habe mich dann gut gefühlt, na, kurz Separator, kurz ein bisschen abgestreift oder so und habe das Ganze nochmal wiederholt. Und das habe ich damals tatsächlich 20 Mal am Stück gemacht. Und dann habe ich es jeden Tag, also dann war die Idee für die nächsten 4 oder 5 Tage, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren mindestens 4 Tage, 10 Mal zumindest wiederholen. Ich glaube, am letzten Tag vielleicht war es dann nur noch 5 Mal. Das heißt, die Idee war, okay, ich will jetzt dieses Muster neu programmieren, also möglichst viele Wiederholungen zu haben. Ja, das heißt, ich bin in Embryostellung gegangen, habe mir diese ganzen Bilder hergeholt, habe visualisiert, habe mich schlecht gefühlt, Play gedrückt, bin dadurch aufgesprungen, habe gesagt, habe irgendwas gelabert, habe mich energetisiert gefühlt. Dann kurzer Separator, wie wir das im NLP nennen. Also kurz die Idee, was anderes zu machen, eine kleine Runde zu gehen, damit es keine Dauerschleife wird, sozusagen, sondern hey, es ist immer nur vom Negativen ins Positiven, von Negativen ins Positiven, aber nicht umgekehrt. Das dauert nicht lange und dann wieder sich reinbringen und weitermachen. Ja? Also das ist schon durchaus fordernd. Wenn du es mit einem Coach machst oder in der Ausbildung, brauchst du deutlich weniger Durchgänge. Ich glaube, das liegt daran, dass du einfach auf der Meta-Ebene nicht mitdenken musst. Ne? Aber wenn du es alleine mit dir machst, hast du natürlich immer diesen Part des, wo bin ich gerade, also auch wenn es banaler ist, bei der nächsten Wiederholung, aber es ist natürlich dann nicht so effizient, wie wenn jemand auf dich schaut oder halt sich darum kümmert. Ja, habt ihr es dann gemacht, diese 20 Durchgänge, und am nächsten Tag morgens wieder und übernächsten Tag morgens wieder und wieder und das halt 5 Tage lang und dann schaut man natürlich. Also währenddessen war halt noch nichts und danach auch nicht und bis heute auch nicht. Ich schätze mal, das heißt, sind jetzt so 5 Jahre oder ehrlich gesagt, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es sind schon einige Jahre her, wo ich diese Technik angewandt habe. Und mit dem Effekt, dass ich mich nicht mal erinnern könnte, ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie das ist, wenn du reden willst, aber nicht kannst, ja, also ein scheiß Gefühl, ist nicht mehr aufgetreten. Gar nicht mehr. Das würde ich sagen, ist einer meiner größten Veränderungen, die ich im Selbstcoaching, also ohne jetzt der Zuhilfe von anderen, geschafft habe. Und ich glaube, ja, das ist auch das, was viele hier interessiert. Selbstbeeinflussung, wie kann ich mit mir selber arbeiten? Wie kann ich selber Gestalter meines Lebens werden, ohne dass ich jetzt viele Sachen von außen brauche? Wiewohl es sinnvoll sein kann. Also du kannst ja da auf jeden Fall auch einen Coach suchen, der das mit dir macht, wenn er in dieser Technik geschult ist. Das ist im Wesentlichen die Idee. Ja? Ja, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen darüber, wie du es, also wenn du es für dich machen möchtest, so ein paar Anregungen, wie man es machen kann oder wie ich es mit anderen mache. Du kannst es im Wesentlichen bei sämtlichen, vor allem so unbewussten, destruktiven Mustern anwenden, die automatisch ablaufen, also darum geht's. Ja, musst du die einfach automatisch fahren. Ja, theoretisch wäre auch Rauchen und Alkohol trinken und so möglich. Gibt es auch andere Techniken, die da durchaus effizienter sein können. Aber egal, ja. Also gerade diese Sachen sind ist es sehr wirksam. Und als Coach wäre es natürlich so, dass der dann die ganze Arbeit macht. Das heißt, der schaut, okay, was ist das, die ideale Ausgangssituation, was ist die ideale Übergangssituation und dann macht er die Wiederholungen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte einmal eine Frau in der Coaching-Ausbildung und bei der war es so, die wollte ihr Kind besser begleiten, wenn es das Wutanfälle hat. Und wenn du selber Kinder hast, weißt du das, das ist natürlich, triggert dich das. Also wenn dein Kind, ja, kleines Baby vielleicht oder Kleinkind oder halt auf jeden Fall noch kein Erwachsener, schreit und leidet, na, dann leidet man mit. Ja. So, wenn man jetzt mitleidet und das einen stresst vielleicht sogar, dann ist man natürlich nicht so empathisch, wie man es in der Begleitung, wie man sein könnte. Vor allem, wenn es nicht 1, 2, 3 Mal passiert, sondern schon 100 Male, 1000 Male passiert ist, irgendwann stumpft sich das Ganze ab.
Und ich gebe dir das Beispiel nur, damit du so eine Idee hast, wie man das auch anders machen könnte. Sie hat sich einfach vorgestellt, wie das ist, also einfach so eine Situation, die ja sehr präsent war, wo sie einen Wutanfall begleitet, was sie auch in Anführungszeichen triggert. Ich glaube, mit einer gekrümmten Körperhaltung, gekrümmte Körperhaltung, also es geht im Sitzen, gekrümmte Körperhaltung, visualisieren. Ja? Am Anfang zumindest gab es mir, glaube ich, ein Zeichen, sie ist voll drinnen. Und dann war die Aufgabe sehr einfach, sie atmet ein und richtet sich dabei auf und atmet jetzt immer nur tief in den Bauch ein. Und dann haben wir mehrere tiefe Atemzüge gemeinsam gemacht. Und bis sie in einem guten Zustand war. Und wir haben das damals, also über 10 Mal, vielleicht 15 Mal, also zwischen 10 und 15 Mal, irgendwo da in der Gegend wiederholt. Das war's. Ja. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Und auch ein paar Monate später war noch immer der Bericht, hey, es triggert sie nicht mehr so, wenn der Wutanfall da ist. Das heißt, hier ganz andere Ist-Situation. Also körperlich war es nur minimal was anders. Einmal gekrümmte Körperhaltung und aufrichtende Körperhaltung. Übrigens war auch das Feedback, kann ich mich noch erinnern. Ich meinte, ja, doch, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie automatisch erlebt, dass sie sich aufrichtet, wenn so ein Wutanfall da ist. Was auch sehr spannend ist, was eben dafür spricht, dass automatisch das Ganze, also das neue Muster getriggert wird. Ja, wie gesagt, wenn du da mehr dazu lernen, wissen willst, die NLP-Coach-Ausbildung, die startet eigentlich fast immer im September, Oktober, einfach so in den Wintermonaten, jedes Jahr, also egal wann du das jetzt hörst, die wird es wieder geben, also der Link wird nach wie vor gültig sein, den du da unten siehst. Und da lernst du natürlich noch viel mehr. Das ist eine von x Techniken, eine von x Möglichkeiten. Aber gerade wenn du sagst, hey, das hört sich echt spannend an, dann wäre das vielleicht was für dich, auch diese Art von Coaching. Also nur so zum Verständnis, diese Technik kommt aus dem hypnosystemischen Bereich. An dem Wochenende wirst du so 5, 6, 7, 8 verschiedene Interventionen kennenlernen. Und das ist eben eine davon. Dann gibt es Techniken aus dem narrativen Bereich, aus schreibenden Interventionen. Dann gibt es provokative Interventionen. Dann gibt es einfach klassische Fragetechniken, klassische Gesprächstechniken. Und abgesehen davon kommt natürlich noch alles andere dazu. Also Auftragsklärung und diese ganzen Themen, die als Coach wichtig sind, nämlich deine Haltung. Wer bist du als Coach? Ja, wie coachst du? Supervision natürlich, also dass wir gemeinsam deine Fälle anschauen, die du im Laufe der Ausbildung so hast. Das kann natürlich auch Peer-Group-Sessions sein, wo wir einfach so drüber schauen, das Ganze optimieren und verbessern. Die ganze Ausbildung geht über ein Dreivierteljahr mit Extraterminen zum Thema Marketing auch noch und vieles, vieles mehr. Also eine sehr umfangreiche Ausbildung, sehr tiefgehende Ausbildung. Auch das Thema Selbsterfahrung ist da sehr, sehr, sehr hoch geschrieben. Du wirst dich mit deiner eigenen Familie beschäftigen und so, weil hier auch natürlich auch die Idee ist, naja, wenn du jemandem sowas anbieten möchtest, ja, was immer das auch ist, das heißt eine Reflexion und diese Technik, naja, dann kannst du das dann am besten machen, wenn du es selber erlebt hast, gemacht hast. Ansonsten bist du wenig glaubwürdig. Und ja, genau das bietet diese Ausbildung. Also wenn dich das interessiert, freue ich mich, dich live und in Farbe kennenzulernen. Sag mir gerne Bescheid, dass du ja über diesen Podcast dahin gekommen bist. In diesem Sinne, ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meine Telegram-Community t.me/selbstbeeinflussung vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.